Die wöchentliche Herausforderung heißt Gabschwa oder Kapitän. Wird wohl eher Letzteres sein, weil wir Angreifer spielen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hast du die Terroristenjagd heute schon? Nö. Na dann, aufi. Das mit den vielen Herausforderungen war aber bloß ein Abend so, ne? Mhm. Jetzt sind sie wieder, diese und letzte Woche, einsam. Ja, mein Gott. Umso weniger Stress hat man. Wo ist er denn? Ach, da. Wir brauchen Sichtkontakt zur Geisel. Aufstellung nehmen. Aufstellung nehmen. Ist das so? Ich lade nach. Wechsel Magazine. Wir müssen die Geisel sichern. Wie kann man auf? Sofort zum Evakuierungspunkt eskortieren. Die Geisel absichern. Kein Gewehr. Ich gebe die Geisel. Ich lade jetzt nach. Oh, Gegner. Mehr Gegner. Scheiße, es waren zwei. Und ich habe gerade nachgeladen, damit wir nur noch einen Schuss in der Pistole. Könntest du dich nochmal finkern? Kann ich doch gar nicht. Doch, jetzt gleich, Achtung. Jetzt. Puh, kannst gleich nochmal finkern. Werde ich auch tun. Taps, taps, taps. Jetzt musst du ein bisschen warten. Bleib, wo du bist, sagt er. Was? Hat er erschossen? Der war gar nicht zu sehen. Der cheatet, die Sau! Hä? Gar nicht geschossen? Nee. Ubisoft, was war das denn? Oh Mann. Es geht ja gut los. Und hier bitte warten, Daten werden synchronisiert. Die Eliza. Die Geisel lokalisieren. Victoria sobre la morte e la nostra gloria promessa. Soll ich aufmachen? Kannst du machen, ich gehe zum Fenster. Nimm mal diese extra Würste mit dem Typ. Ja. Ist ja reinkrümelt. Meistock. Die finde ich cool. Ja, sowas. Oh, noch mehr. Aua, aua. Bist du? Soll ich unterstützen kommen? Na, ich denke, ich krieg den einen hier noch, ja. Ich lade nach. Bist du? Gleich wieder unten. Hallihallo, Geiselchen, wo bist denn du? Vielleicht im Keller. Ja, und ich renne hier einmal im Kreis. Ich bin.
Er steht wieder genauso da wie vorhin der Depp und da ist auch wieder ein Schild genauso wie vorhin, wird natürlich wundern, wenn die Geisel hier ist. Hallo. Geisel gesichert. Wir haben die Geisel. Sofort da kommt gleich einer her. Eskortieren. In meiner Nähe bleiben. Okay. Oh, warte. Guck mal tot. Tapst, was sagst die Geisel? Hm. Oh, MG, ich wollte doch erstmal auffüllen. Erstmal finkern. Mit der Ash. Das ist verdächtig ruhig, die frische Quake. Da hängt eine Schrotflinte in der Wand. Auf geht's. Ja, ich weiß, die hängt aber scheppis da. Wir haben die Geisel freigelassen. Warten Sie, hier wird's warm. Ups, so früh. Scheiße. Gar nichts dafür, wenn das. Gar nichts dafür, wenn der Stein so heiß ist. Es steht noch 0-6 für uns. Ach, 0-3 draus. Bei Ash geht das schneller mit, der Kreis füllt sich, verstehe ich nicht. Ja, ja. Zu viel gespielt. Da. So, auf ein neues. Wir brauchen Sichtkontakt zur Geisel. Skulls geben niemals auf. Skulls geben niemals auf. Ich gebe euch Deckung. Verdächtig, wie der mit dem Schild hier wieder steht. Ach, warte doch mal, diese alte Frau da ist. Geisel lokalisiert, die Geisel sichern. Was? Oder ein Halssprung hat. Geisel gesichert. Geisel gesichert. Geisel muss evakuiert werden. In meiner Nähe bleiben. Feinde nähern sich. Die Geisel muss gesichert werden. Was machst du denn? Los! Ja. Zuerst auf ihn gezielt. Ja, du hättest doch laufen können. Entschuldigung. Der Kopfschuss macht offenbar immer noch sehr viel Schaden. Alle anderen Schüsse nur so 3-4 Lebenspunkte. Oh, das war nicht gut. So, viel los. Ich glaube auch ein bisschen. Keine Ahnung. Da. Mir nach! Mich wieder grillen! Geisel frei. Geisel sichern. Wie langsam das geht, weil das nicht so nah an der Fackel dran ist, oder was, das Geiselchen? Okay. Was ist das denn? Der Kreis war doch... Ach so! Der Kreis, der ist ja... Der läuft ja umgekehrt seit ein paar Wochen. Jetzt habe ich es verstanden. Also 03. Der hat gerade wieder abgenommen, der hat nicht zugenommen. Naja, okay. Mal gucken, was uns jetzt alles einfällt. Damit es nicht funktionieren kann und damit maximal was schief läuft. Deswegen hat es so lange gedauert, weil er gerade abgenommen hat. Oh Mann. Geisel lokalisieren. Zusammenreißen. Zusammenreißen, sagt er. Ja, das passt gerade zu dir. Zusammenreißen.
einen Kopfschuss abbekommen, aber stirbt nicht. Hat sogar geblutet und geschrien. Okay, es ist doch irgendwie im Keller. Ich habe mich um die Tür gekümmert. Ich kann dich. Ah, jetzt ist er hier woanders. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Finger weg von der Geisel-MG. Finger weg von der Geisel. Ich fasse mal an, ja. Nein. Doch, guck mal. Lass sie los. Guck mal, ich renne mit ihr rum. Auf geht's. Lass die Geisel los, MG. Die Geisel muss gesichert werden. Ich bringe sie jetzt zum Steinchen. Jetzt aber. Geiselübernahme erfolgreich. So ein komisches Spiel. Guck mal, wir haben gewonnen. Wir müssen die Geisel lokalisieren. Zusammenreißen. Zusammenreißen, also wird es wieder ein Sieg werden. Und Ash sagt auch noch das Gleiche. Bin direkt hinter dir. Na, dann ist hier halt niemand. Nein, lass mich. Lädt er noch. Sind sie denn? Die Gegner sind drin. Ab ein. Oh, hier ist ziemlich viel los. Aber keine Geisel, so wie es scheint. Ich bin oben. Da wird es auch, denke ich, sein. Im Keller war ich auch schon, da war wieder nichts. Wechsle Magazine! Hm. Ah, hier ist ein Außenfenster. Hier ist verstärkt. Hier sind sie. Hell. Moment, Moment, Moment. Da ist aber keiner. Du warst in der Geisel. Was? Dran. Was? Was? Wo war die denn? An dem Aufzug hinten bei der Luke. Ja, toll, da habe ich jetzt nicht geguckt. Knack. Links ist wer, böser Bub. Evakuierung erfolgreich. Gute Arbeit. Hast du deine Runden? Oh, Levelaufstieg. Unglaublich. Zwei von drei, ja. Es läuft. Wir müssen die Geisel lokalisieren. Skulls geben niemals auf. Ich halte euch den Rücken frei. Ja, und jetzt mal auf Deutsch, bitte.
Skulls geben niemals auf. Ja, wundert mich nicht, die sind wieder unten, hier ist so viel Präsenz, dann sind sie wieder im Keller. Die Feinde sind hier, Geisel sichern. Nehmen wir dir mal, bei dir in Deckung, sonst erschießt du mich wieder. Na, Vorsicht. Habe die Geisel gesichert. Geisel muss evakuiert werden. Njom. Feinde, die Geisel absichern. In meiner Nähe bleiben! Aua! Geisel sichern. Geisel-Evakuierung erfolgreich. Lade Pfeil! So, genug hier mit Kapital. Belohnung, kein Ansehen. Wir waren zu erfolgreich. Komm, weil das Bäumchen wechselt dich. Die Geisel lokalisieren. Zeigen wir es ihnen. Zeigen wir es ihnen. Boden ist fertig verstärkt. Interessant. Lademagazin! Ist der rausgerannt? Den Boden versteckt. Unten ist sauber. Okay. Also keine Geister hier, bis auf Terroristen. Vorstoß. Muss evakuiert werden. Wir müssen los. Feinde nähern sich. Die Geisel absichern. Okay, ja, die Geisel freigelassen. Wir müssen die Geisel wieder sichern. Achtung, Explosion! Evakuierung erfolgreich. Gute Arbeit. Aber doch nicht ins Gesicht gehen. Ja, aber auf die Nase ist in Ordnung, ja? Ja. Es gibt Belohnung. Ja, verstärkt, ein mobiler Schild da. Wechsle das Magazin! Sichtkontakt, wir müssen die Geisel sichern. Ich habe
habe die Geisel. Geisel gesichert. Zum Evakuierungspunkt begeben. Will direkt hinter dir. Was ist los? Feinde nähern sich. Nachladen! Los, schnell! Los, schnell! Ich bin auf dem Weg. Los, schnell! Schade, das Klebeband geht nicht ab. Naja. Was macht denn der Vogel da oben? Was für ein Vogel? Der ist da oben an der Kante komisch hochgeflogen. Das sah seltsam aus. Jetzt nimmst du die so. Yo. Vielleicht ist Kapitauer die Verrückte. Ich habe von dir gehört. Du bist die Verrückte, richtig? Ich habe von dir gehört, du bist die Verrückte, richtig? Kapitauer, Aufstellung nehmen oder Leine ziehen. Ich bitte? Gerade gesagt. Aufstellung nehmen oder Leine ziehen. Fehlt ein mobiler Schild, hier sind sie bestimmt nicht. Sag ich doch. Lade nach! Geisel, wir haben die Geisel. Sofort zum Evakuierungspunkt eskortieren. Feinde nähern sich. Die Geisel muss gesichert werden. Schalter für schön. Hat er bei dir richtig fertig gezählt? Mensch. Bei mir ja. Sehr schön. Nach anfänglichen Schwierigkeiten dann 6-mal hintereinander gewonnen. Anfängliche Schwierigkeiten? Du hast 2-mal die Geisel gegoogelt. Hab ich nichts für, wenn der Kreis so doof ist. Hätte auch in die andere Richtung laufen können. Ich glaube, den Gefallen wollte er dir nicht tun. Glaube ich auch. Oh, Stufe 50 habe ich erreicht. Nee, Stufe 280. Glückwunsch zum Erreichen von Stufe 50. Du hast gerade die Ranglistenspiele freigeschaltet. Bereite dich darauf vor, dein Können auf die Probe zu stellen und dich mit den Besten der Community zu messen. Hab ich auch. Mach dich bereit. E-Sportwaffensets. Promo-Aktion. Ich twitch wieder so in komisch Farben sehr. So auffällig Farben. Heute trägt die Eliza die Girlanden. Vielleicht gibt's was zu feiern. Hm.
Wir müssen eine Bombe aufspüren. Hängt hier oben. Ist irgendwie leise geworden. Dann wohl doch im Keller. Es wird lauter, die sind im Keller. Ja. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Noch 10 Sekunden. Ja, bestimmt ein Störsender, Mann. 5 Sekunden bis Einsatz. Das ist Capcom, ja. Capcom kennen wir aber schon. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Hoppla. Regnet. Tachanka, herum. Einfach so geht. Oh, Schrotflinte 1, Schrotflinte herum. Jetzt schmeiß ich gleich hier mal ein C4 oder Tachanka-Granaten noch. Ah, was so geil, ey, meine Fresse! Irgendwo hier ist eine Schrotflinte 1. Gerät in Position. Ja, guck mal Kerchenmann an. Tachanka ist immer noch unten an der Luke. Ein Laser. Ist das der von hinter mir? Keine Ahnung, das ist tot. Okay, da geht's nicht lang. Ich hoffe, hier ist schon jemand durch. Zwecks Zugang sperren. Hier will ich ungern lang. Hier ist nämlich der Office Treppenhaus. Ich weiß schon warum. Nein. Was hat die denn auf dem Kopf? Sieht aus wie eine Gardine, eine Rosa. Na. Entschärfer wurde erneut gesichert. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Okay, da können sie nicht sein, da haben sie gerade gewonnen. Da sind sie, Hauptschlagzimmer, Kamerafrau. Den Chunk haben sie auch wieder. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Wieder ein Fragezeichen.
Warst du schon mal drin? 10 Sekunden bis zum Einsatz. Du wirst jetzt nass. 5 Sekunden. Egal. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Vielleicht vermehren sich meine Drohnen hier. Im Wasser? Ja, natürlich. Kann ja nie wissen, ne? Stimmt schon. Entführ mal den Entschärfer. Oh, hab schon einmal getroffen. Na, jetzt kann man direkt ausspringen. Nicht so günstig. Niemand im Raum. Thermosequenz wird aktiviert. Danke, sitzt hier irgendwo. Chaka saß hier irgendwo, die brennt's gerade. Nur noch ein Gegner übrig. Aha, bei den Doppelstockbetten ist es nicht mehr am Leben. Eigener Trupp erfolgreich. Darf ich nicht mal den Entschärfer ansetzen? Ist da rumquietscht. Küche. Waden bringt auch die Girlanden mit. Ja, der ist doch mit Ash auf derselben Fete. Ich gehe mal zu Luca. Tu das, ich mach die Außenwand zu. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Also man hat eindeutig von der falschen Seite gebracht. Ganz sicher! Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Habe Sichtkontakt. Der Stacheldraht ist verlegt. Ach, das ist der Mozzi, seine Drohne. Da tapst doch was, ich aus. Was hat er die kaputt gemacht? Oh Mann. Magazinwechsel. Störsender ein, der Stacheldraht ist bereit. Störsender ein, das Gerät ist verfehlt. Sehr gut. Oh, Störsender kaputt. Die haben den Sens. Da oben wird da irgendwas gemacht, oder? Oh, zwei verletzt. Ist aber ungünstig. Ein Operator des eigenen Trupps zum Ash geht über. Merk's. Oh, mit der Schrotflinte auf die Entfernung. Ein Schuss, ist nicht schön. Aber mit einer Schalldämpfer-Schrotflinte.
Bandit ist auch mit auf der Party. Drei Drohnen, na, die will wohl überleben. Na, die will wirklich überleben. Sieht komisch aus mit dem blauen Licht. Die Platten weitergeben. Die haben bestimmt eine extra Lackierung. Lücke zu. Da ist die vierte Drohne. Es bleiben noch 10 Sekunden. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. 5 Sekunden. Gerade eben hatten wir noch 6 Verstärkungen, jetzt hast du nur noch 2. Befestigt. Hast du deine Weste schon? Nö. Dann zieh mal eine an. Ah, jetzt ist es weg. Das Mist sind hier der Verband. Und dann schießt du schon wieder durch. Es macht auch. Ich mach ihn öfter. Auf der Treppe ist schon jemand auf unserer Etage. In der Südtreppe. Lade nach. Au! Feindliche Einheiten! Keller! Das ist der Schumika. Oh, ganz viele Konas. Kannst du alle nutzen bis der letzte. Mist. Oh, war doch nicht so mistig, der Entschärfer liegt vor mir. Er lag in der Matte. Er ist gerade reingesprungen, besser gesagt. Ja. Geil, an der Pappwand. Nee, an der Verstärkten. Wir sind nur noch zu viert. Aber wir haben doch gerade gewonnen. Schon wieder Keller. Jetzt kann ich die Matten nicht wieder dahin legen. Nee, zweites Obergeschoss, nicht Keller. Hä, wir sind im Keller bei mir. Nee, zweites Obergeschoss, Munitionslager, Traktorlager. Bei mir Gärungskammer, Brauerei. Hä? Naja, selbst da wäre Frau Frosten und bei mir ist wirklich Keller. Bin ich jetzt mal gespannt, wo wir hingehen. Also 3 von 4 sind im Munitionslager und im Traktor. Ich nicht, ich habe einen anderen Spawn gewählt. Die Bomben sichern. Oh Mann, Ubisoft, ihr seid echt doof. Bist du? Steht, ja, schon oben, aber bei mir steht halt Keller. Finde ich aber ganz gut, hier kann ich wieder Matten in Null hinlegen, wo die noch gar nicht mit rechnen, aber zumindest hoffe ich das. Matte? Mach keine Anziehmatte, muss noch vorbereiten. Das dauert noch ein gutes Stück. 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Fenster geht schon auf. Ich nehme mal schnell die Matte, bevor sie unter Beschuss gerät. Haben sie.
aber nicht gut, dass da drüben jetzt keiner mehr von uns ist. Von wo wurde der jetzt umgebracht? Oh, die Amaro macht die Luke auf. Ne, die wäre durchgesprungen. Ich schmeiß eine Granate hoch, die gegnerische Schaffung. Hui. Oh. Ah, Gegner. Ja, uiuiui. Noch einer. Zugangssperre. Ich lade nach. Oh, jetzt ist er drüben auch verletzt. Ach, vorbeigerannt. Ist der mit in die Matte gelaufen? Mist, jetzt erst das andere umbringen müssen. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Schade. Das ist so eine Bruchteilentscheidung und ich habe in diesem Moment die falsche Entscheidung getroffen. Weil der war ja erstmal in der Animation gefangen. Der hätte abbrechen müssen, das hätte etwas gedauert. Boah, wie mich das jetzt im Nachgang ärgert. Schnell schalten und die falsche Entscheidung mal treffen, das gehört halt auch dazu. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.